Profil Podcasts. Herzlich willkommen zum Profil Podcast. Heute zum Thema Wolf. Mein Name ist Franziska Tschugan. Ich schreibe im Ressort Wissenschaft. Ich sitze hier mit dem Wildtierbiologen Klaus Hackländer in seinem Büro an der Universität für Bodenkultur in Wien. Klaus Hackländer hat ein Buch herausgegeben, in dem Bauern, Jäger, Tourismusexperten und Artenschützer über die Rückkehr des Wolfs nach Österreich diskutieren. In unserem Gespräch geht es heute um die Frage, wie wir mit dem Wolf umgehen sollen. Es gibt mittlerweile 3 Wolfsrudel in Österreich und es werden mehr. Zuletzt sorgte ein Wolf in Salzburg für Aufsehen, weil er mehr als 20 Schafe gerissen hat. Womit wir schon bei der ersten Frage sind, sollte man sogenannte Problemtiere schießen, wie von vielen gefordert wurde? Also ich denke, es macht aus vielerlei Hinsicht Sinn, weil es gibt auf der einen Seite natürlich die Ängste und Sorgen der lokalen Bevölkerung. Da ist jetzt ein Wolf, der reißt unsere Tiere, wir schützen sie oder schützen sie auch nicht, das muss man sich dann im Lokalen jeweils anschauen. Aber man kann hier nicht untätig bleiben. Das macht man auch nicht, wenn der Fuchs die Hühner reißt im Hühnerstall. Und das macht man auch nicht, wenn der Marder in den Hühnerstall geht. Dann versucht man sich zu wehren. Man versucht den Stall dicht zu machen, oder nicht? Genau. Und das kann ich natürlich jetzt mit den Schafen nicht 1:1 umsetzen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, die Schafe sperre ich in den Stall ein und fütter sie mit Heu oder was auch immer. Das wollen wir Konsumenten ja auch gar nicht. Wir wollen ja die Freilebenden und so weiter. Und dass ein Wolf Nutztiere frisst, dass ein Wolf Nutztiere reißt, ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist es dann, wenn er mehr reißt, als er braucht. Das passiert in unserer Kulturlandschaft relativ schnell, weil viele Nutztiere auf engem Raum zusammenleben oder verlernt haben, die richtigen Verhaltensweisen zu zeigen. Das heißt, wenn Gefahr kommt, gehen viele Schafe zum Beispiel zusammen, statt auseinander. Und dann gibt es immer wieder den Reiz für den Wolf, da ist ja immer noch was zu fressen und ich reiß wieder eins. Also es kann mehr getötet werden, der sogenannte Blutrausch, als tatsächlich genutzt werden. Das ist ja bei dem Marder, wenn ein Hühnerstall geht, das Gleiche. Das heißt, wenn die weglaufen würden, sich versprengen, dann würde der... Dann geht der Wolf einem hinterher und ja, der Rest ist irgendwo anders, mehr oder weniger safe. Mhm. Ja. Aber wenn er die im Blick hat, dann kriegt er... Genau, dann kann er, das ist der Instinkt. Da ist irgendwas, was sich bewegt in meinem Beuteschema, das töte ich. Ja. Und das passiert auf diesen Schafkoppeln natürlich ganz häufig. Und der Wolf ist ja geschützt, streng geschützt nach EU-FFH-Richtlinie, bietet aber die Möglichkeit der Ausnahme für diesen strengen Schutz. Immer dann, wenn es zum Beispiel zu Gefahren kommt für den Menschen oder zu ernsten wirtschaftlichen Schäden. Das ist natürlich die Frage, sind 25 jetzt der Schwellenwert, 25 gerissene Schafe der Schwellenwert für einen ernsten wirtschaftlichen Schaden? Für eine Person schon. Für Salzburg natürlich nicht, ja, muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Ich sehe die Sache jetzt relativ gelassen, weil der eine Wolf, der jetzt hier als Problemwolf in Anführungsstrichen entnommen werden soll, wird nicht dazu führen, dass der Wolf ausstirbt. Ja. Man merkt ja auch bei vielen anderen Fällen, dass es eigentlich nicht so einfach ist, so einen Wolf zu entnehmen. Wir hatten vor ein paar Wochen einen ähnlichen Fall in Niedersachsen. Da wurde eben auch ein Problemwolf zum Abschuss freigegeben und der ist bis heute noch unterwegs. Ja. Der Wolf wurde bei uns auch nicht ausgerottet mit der Büchse, also mit dem Jagdgewehr, sondern mit Dingen, die mit Jagd im eigentlichen Sinne für unser heutiges Verständnis nichts zu tun haben. Nämlich mit Schlingen, mit Gift oder mit der sogenannten Wolfsgrube. Ein Name, den man, wenn man durchs Land fährt, immer wieder mal hört als Gemarkung, als Straßenname. Ja? Also es war eine Grube, wo ein Schaf, ein lebendiges Schaf oder eine Ziege drin war. Der Wolf ist runtergesprungen und kam nicht mehr raus und wurde dann mit Steinen und sonst was getötet. Ja? Und so hat man den Wolf ausrotten können. Und, das heißt, der ist eigentlich zu schlau für die normale Jagd? Eine Regulierung möglich, aber eine Ausrottung durch die Jagd, wie wir sie heute haben in Österreich, ist eigentlich unmöglich. Also nicht nur, weil uns die Möglichkeiten durch Gesetz sozusagen nicht gegeben sind, wie es früher war, wo es alles gesetzlos war, mehr oder weniger, Waldgerechtigkeit und alles so Dinge, die relativ neu sind, wie man mit Wildtieren umgeht und was eine jagdlich-ethische Tötung ist und so weiter, sondern weil einfach auch der Wolf natürlich ein Beutetier ist für uns als Menschen, die wir dann Räuber sind. Das heißt, er versucht natürlich, dem Tod zu entgehen. Und
Wölfe sind nicht umsonst die Vorfahren unserer Haushunde. Die sind einfach sehr schlau, lernfähig und so weiter und können das recht gut einordnen, ab wann es gefährlich wird oder wann nicht. Und grundsätzlich meidet der Mensch ja, meidet der Wolf ja den Menschen, weil er eben tatsächlich auch für den Wolf eine Gefahr darstellt. Aber die ganz interessante Diskussion ist ja in Salzburg, ab wann ist wirklich der Grund da, dass ich jetzt eingreife? Müssen es 25 oder 50 oder 150 sein? Genau, ab wann ist man ein Problemwolf? Das ist eine politische Entscheidung. Ja? Mhm. Also denke ich mir, da kann man jetzt keinen Akademiker fragen, wo ist die Grenze, ja? Sondern das ist eine politische Entscheidung, so aus dem Bauch heraus, sage ich mal, wo man sich selber sagt, okay, jetzt, da ist irgendwo, er darf mitnaschen, aber er darf nicht so eingreifen, dass er 25 entnimmt. Aber die eigentliche Frage ist, und die hat der WWF ja auch zu Recht aufgegriffen, wie viel investiere ich an Zeit, Ressourcen, Medienarbeit in diese Entnahme von Problemwölfen im Verhältnis zu, ich unterstütze Landwirte mit Herdenschutzmaßnahmen. Und das ist natürlich viel einfacher zu sagen, der Problemwolf wird geschossen, als zu sagen, ich investiere jetzt mal 25 Millionen in einen kompletten Herdenschutz für Salzburg. Ja. So viel wäre das? Nein, das ist jetzt mal eine Hausnummer, die ich jetzt genannt habe. Wir müssen damit rechnen, dass das einfach in die mehrstelligen Millionenbeträge geht. Jetzt nicht nur das Material, den Zaun zu kaufen, sondern den zu errichten und die Zaunfunktionalität zu erhalten durch Pflege. Ich muss ja dann diesen Bereich auch entsprechend dann immer mähen und so weiter, kontrollieren, schauen, ob da ein Reh reingerannt ist, ob der Zaun überhaupt noch steht und solche Dinge. Die Schäfer, die Hirten, die Herdenschutzhunde, die Hütehunde, das kostet ja alles Geld. Ja. Dass sich kein Mensch, kein Bauer leisten kann oder wenige. Ja, ich meine, die Bauern leisten sich auch einen Hühnerstall, nicht umsonst. Ja. Das sind einfach Dinge, die haben wir verlernt in den letzten 150 Jahren. Wir mussten nicht mit dem Wolf umgehen. Und deswegen haben wir Dinge getan, haben Dinge entwickelt, die mit Wolf vorhanden sein, nicht kompatibel sind. Überhaupt mit Beutegreifern nicht. Ich habe gelesen, in Tirol gibt es den Bären angeblich. Ja, ja. Den weiß nicht, ob es ihn wirklich gibt. Aber ja. Und der Bauer hat gesagt, er ist jetzt 2 Wochen nicht bei seinen Schafen gewesen und jetzt fehlen so viele. Mhm. Das gibt es zum Beispiel in Rumänien, wo nie der Wolf ausgestorben ist, auch der Bär nicht. Ja. Da gibt es das nicht, oder? Genau, überall dort, also Spanien oder Italien. Da habe ich einfach gar nicht mir das leisten können, mein Nutztier nicht zu bewachen. Das heißt, ich habe dort kleinere Einheiten, ich habe dort kleine Herden. Da geht eben ein Ziegenpeter, ja, ein Hirtenjunge oder ein Großvater geht da mit den Hunden und so weiter, bringt sie morgens auf die Weidefläche oder abends in den Nachtpferch oder sogar zurück in die Siedlung wieder. Ja. Da gibt es gar nicht dieses Potenzial. Aber bei uns, wir haben ja diese 420.000 Nutztiere auf den Almen im Jahr unbewacht, also Kühe, Pferde, Rinder, Schafen, Ziegen. Das ist ein gefundenes Fressen. Und wir machen das nur, weil wir nichts anderes machen mussten die letzten 150 Jahre. Ja? Das heißt, ich schicke die raus auf die Alm und hole sie im Herbst wieder. Und wenn 10% weniger da sind, dann wird schon irgendwas passiert sein. Nun kommen ja in deinem Buch auch die Bauern zu Wort. Zugegebenermaßen eher angstvoll. Verstehst du, dass die sagen, naja, ich höre auf mit der Landwirtschaft, wenn da jetzt Wölfe und Bären womöglich durch die Wälder streifen und meine Tiere da niederreißen? Und wenn ich nichts tun kann dagegen, genau. Ja. Also es ist ja so, dass gerade im Alpinen der Herdenschutz vergleichsweise schwierig ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, Flachlandgebiete, kann ich irgendwie schnell mal einen Zaun errichten und auch den sicherlich gut pflegen. Im alpinen Raum ist es von der Topografie her und auch vom Boden, vom Untergrund, von der Witterung und so weiter oftmals gar nicht technisch möglich, dort Herdenschutzmaßnahmen zu treffen, sei es Elektrozäune oder Nachtpferd oder was auch immer. Die müssen ja wirklich hoch sein, stabil sein. Genau, ja. Im Prinzip gibt es ja sehr viele Studien darüber, wie hoch so ein Zaun sein muss. Ein Wolf kann auch über 2 Meter springen, wenn er möchte, ist auch kein Problem. Aber natürlich gibt es nie eine Garantie, wenn ich Herdenschutz mache, dass es dann keinen Überbegriff mehr gibt. Ja? Das kann man nicht ausschließen. Und die Frage ist natürlich, wie geht es den Bauern jetzt schon? Und die Bauern haben natürlich
diese Almwirtschaft, wie wir sie draußen kennen, das ist ja kein Profitgeschäft, sondern das ist etwas, was im Prinzip mehr oder weniger Liebhaberei ist. Und diese Liebhaberei bedeutet, dass die Schmerzgrenze einfach tiefer liegt. Wenn ich jetzt ein Schaf habe, was ich vom Vater, vom Großvater und so weiter im Betrieb immer als Nutztierhaltung gelernt und weitergeführt habe, wenn es davon ein Schaf fehlt und der Staat gibt mir 100 Euro als Ersatz, weil der Wolf das Schaf gerissen hat, dann ist das natürlich kein wirklicher Ersatz, sondern der Landwirt möchte kein Wolfsfutter produzieren und dafür bezahlt werden, sondern er möchte seine Schafe züchten, mit denen er vielleicht zu irgendwelchen Ausstellungen geht oder was er immer macht damit. Ja. Und insofern denke ich, ist es einfach ein Niveau mittlerweile, wo wir sagen müssen, die Förderungen für die Almwirtschaft sind gerade mal kostendeckend. Gewinnbringend noch nicht. Aber wenn jetzt noch etwas dazukommt, das Schäuflein noch draufgelegt wird, und das ist in dem Fall der Wolf, haben wir mit Umfragen ja auch schön zeigen können, dass dann die Leute sagen, dann ist das Fass am Überlaufen. Und dann höre ich auf. Und dann kommt der ganze Rattenschwanz hinterher. Dann ist die Frage, was passiert mit dieser Fläche, wenn sie nicht mehr bewirtschaftet wird, dann wächst sie zu. Was bedeutet das für den Tourismus? Was bedeutet das für den Naturschutz? Weil die Almflächen, wenn sie extensiv bewirtschaftet sind, ja auch Biodiversitäts-Hotspots sind. Dann kommt einiges hinterher, was für viele andere Aspekte, sei es jetzt wirtschaftliche Aspekte oder eben auch ökologische Aspekte, eine große Konsequenz haben wird. Das heißt im Prinzip, ist es gescheiter, den Wolf von den Almen fernzuhalten? Theoretisch, aber praktisch ist es nicht möglich. Gar nicht möglich. Na, wie soll ich das machen? Ja? Der Wolf ist dämmerungs- und nachtaktiv. Das heißt, ich kann nicht vorhersehen, wann er wo auftauchen wird. Und wenn er mal irgendwo auftaucht und seine Wirkung entfaltet, zum Beispiel, dass er eine Schafsherde angreift und die versprengt und der Bauer sagt, okay, jetzt ist aus, ich mach's nicht mehr, das muss ja nur einmal alle paar Jahre passieren und das ist dann schon genug für den und dann hört er auf damit. Ja? Insofern kann man im Prinzip nie verhindern, selbst wird ja auch diskutiert, wolfsfreie Zone und so. Wie macht man es denn in der Praxis? Das wird ja nicht das erste Mal jetzt vorkommen. Doch. Wirklich? Ja. War noch nie der Fall in Österreich? Wenigstens nicht mit so einer gesetzlichen Grundlage. Mhm, okay. Ja, es gibt andere Gesetze, die wurden entsprechend geschaffen. Oberösterreich hatte den Fall, wo sie gesagt haben, bevor wir töten, müssen wir erstmal versuchen zu vergrämen. Mhm. Das hat aber nicht funktioniert, weil ja, ich habe halt nicht immer die entsprechende Munition dabei, wenn ich den vielleicht zufällig irgendwo sehe. Vergrämen heißt genau was? Verscheuchen mit Hilfe zum Beispiel von Gummigeschossen. Mhm. Also ich schieße auf ihn aber mit Gummi. Genau, damit möchte ich erreichen, dass er weggeht. Mhm. Das Problem sozusagen zum Nachbarn schicken. Ja. Aber das ist dem Wolf egal, oder? Aber die legale, ja, weiß ich nicht, aber entsprechend ist es noch nicht passiert, weil der Wolf halt nicht da war, wenn ich mit meinem Gewehr da war. Okay, ne? Okay. So, also das ist eine theoretische Sache, weil das schreibt der Gesetzgeber vor. Die EU-Richtlinie schreibt vor, wenn es keine andere zufriedenstellende Maßnahme gibt, dann kann ich auch töten. Okay. Das heißt, ich muss im Prinzip, um ein Vertragsverletzungsverfahren zu vermeiden, muss ich im Prinzip erstmal schauen, dass ich alle anderen Mittel teste. Und wenn das nicht zum Erfolg führt, zum Beispiel ich merke, okay, ich bin immer am falschen Ort zur falschen Zeit, dann kann man dann zum nächsten Mittel schreiten, wenn der Wolf immer noch in die Dörfer geht und reist oder was auch immer. Nächstes Mittel heißt also zunächst töten. Einmal töten und wie töten? Also so mit der Kugel dann, ne? Also nichts mit Fallen oder so. Also das ist überhaupt verboten und bleibt auch verboten. Nee, das könnte man schon machen, bloß das ist ein riesiger Aufwand. Wir haben das damals gesehen beim Bruno, 2006 bei den Bären. Da gab es auch eine Ausnahmegenehmigung für Fang, Besenderung, um zu sehen, was er macht, damit, wenn man irgendwo hingeht mit seinem Sender, aha, jetzt geht er zum Mistkübel, dass man dann dort steht mit dem Gummigewehr und was schießt und so. Der ist ja nie in die Falle rein. Die sind mit der Falle, und das ist ein Riesending für den Bär, immer dem Bären hinterher. Dann hieß es, da vorne war er wieder im Bienenstock, dann sind sie hingefahren, aufgestellt, dann war er am nächsten Tag da und so. Der ist ja, hat ja alle an der Nase herumgeführt. Und dann wurde ja später gesagt, okay, jetzt wird er geschossen. Ja? Und da gab es dann die finnischen Bärenjagdhunde, die eingeflogen worden sind. Und die haben aber auch nichts hingekriegt. Und dann war er drüben in Bayern und da hat ein Berufsjäger den gesehen, Batschfum. Ja? Dann war es dann aus.
Das heißt, man könnte theoretisch die Falle nehmen, ja, also das wäre vom Jagdrecht, wenn es eine Ausnahme gibt von der ganzjährigen Schonung, kann man Haaraubwild, da gehört ja dazu, kann man auch mit der Falle fangen. Bloß, ja. Das heißt aber nicht diese grausame Falle, nein, wo die da reintappen. Das ist eine Schlagfalle, genau. Ja. Sondern? Die sind sowieso, also die darf man. Also in den meisten Bundesländern sind die komplett verboten. Mhm. Es gibt Bundesländer, Oberösterreich zum Beispiel, da darf man diese Schlagfallen verwenden in sogenannten Fangbunkern oder Fallenbunkern, wo die geschützt sind, dass da kein Kind reinkommt und so weiter. Wo so nur die Art, die ich jagen möchte, auch reingehen kann. Marder zum Beispiel. Ja? Das heißt in einem Loch? Oder? Nein, so ein Kasten. Mhm. Ja, aus Beton oder aus Holz und so weiter. Da ist ein Loch drin, da kann der reinschliefen und da drin ist dann ein Ei und die Falle und dann macht es bumm und fertig. Ja. Aber also zu wissenschaftlichen Zwecken nimmt man Schlingfallen, ja, oder solche Klappfallen, wie du sie beschrieben hast, mit Wattierung sozusagen, ja, dass der zwar gefangen ist und fest bleibt, also wenn du ziehst, dann wird es noch enger, aber nicht einschneidend ins Fleisch, ja, mit einem Fallensender dran, dass man sofort hinfahren kann und den dann betäuben und so weiter. Okay. Das ist jetzt ja auch passiert im Truppenübungsplatz Allensteig, wurden jetzt ja Wölfe schon besendet. Ach ja, okay. Für eine wissenschaftliche Frage der Interaktion zwischen Hirsch und Wolf, und da hat man das gemacht mit diesen mattierten Schlagfallen. Aber die sind in den meisten Bundesländern verboten. Das heißt, und nur für wissenschaftliche Zwecke werden die eingesetzt. Das heißt, es geht im Prinzip nur mit der Kugel. Ja? Ich denke mir, aus Artenschutzgründen ist es wichtig, dass diese Problemwölfe entnommen werden zum Wohl derer, die sich so verhalten, wie wir gern hätten. Ja? Weil wenn ein Wolf nur noch Rehe und Hirsche fressen würde und niemanden schaden würde, weil das Wild gehört ja niemanden bis zum Abschuss, es ist ja frei. Wenn es keinen wirtschaftlichen Schaden gäbe, und es gibt ab und zu welche, die machen wirtschaftlichen Schäden, und die werden dann getötet und die anderen bleiben übrig, dann hätte man die Art da. Ne? Wenn man das nicht tut, wenn man sagt, jeder Wolf kann machen, was er will, dann führt man natürlich auch die Diskussion schnell mal an ein anderes Ende, wo man sagt, okay, Tabula rasa, wir wollen ihn überhaupt nicht mehr. Und jeder, der reinkommt, wird geschossen. Ja? Und das Schlimme ist, wenn das nicht legal passiert, dann drängt man die Leute, die sich selber helfen wollen müssen, vielleicht sogar in die Illegalität. Ja? Das heißt, womöglich ist der längst irgendwo wieder in Italien oder in Deutschland oder was wo auch er immer. Ich meine, es wird ein junges Männchen sein, was auf der Suche ist nach Paarungspartnern. Ja? Und auch der andere Salzburger Wolf, der letztes Jahr für Furore gesorgt hat, ist ja jetzt im Wienerwald. Also das ist keine Distanz in dem Sinn. Ja? Also die Wölfe sind... Und da lebt er friedlich? Da hat er bisher ein Schaf getötet und ein Schaf zu Tode erschreckt. Und der Rest ist Wildschwein und Reh. Okay, also das heißt, der verhält sich so, wie wir das eigentlich gerne möchten. Wir kriegen ihn nicht mit, ab und zu gibt es irgendwo einen Riss. Ein Jäger meldet, er hat was gesehen und so weiter. Aber auf der Fotofalle ist er drauf. Aber er fällt sozusagen nicht wirklich auf, dass ihn Spaziergänger sehen oder dass er sich an die Siedlung traut. Oder dass er halt. Wir haben natürlich im Wienerwald auch nicht so viele Schafe wie in Pinzgau. Also ich meine, das liegt natürlich auf der Hand, dass er dann das nimmt, was da ist, und das sind dann die Wildtiere. Ne? Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Das Waldviertel ist ja offensichtlich ein Hotspot der Wölfe. Genau. Also, und da funktioniert es ja auch ganz gut, oder? Das würde ich nicht so sagen. Nicht? Weil, okay. Wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, die haben massiv Angst. Aha. Also das erste Rudel war ja am Truppenübungsplatz Allensteig. Und das ist eine ziemlich, ja, dünn besiedelte Gegend dort, ja? Wo die Leute abseits wohnen von irgendwelchen großen Infrastrukturen und so weiter, wo die Kinder dann, und das habe ich eben mit einigen Personen von dort auch besprochen, die wirklich Angst haben, wenn die dann zur Bushaltestelle gehen müssen für einen Schulbus und es ist noch dämmerig, weil es Winter ist zum Beispiel, dann haben die Angst, ob die begründet ist oder nicht, ja. Die Leute kaufen sich dort eine Faustfeuerwaffe, um sich wehren zu können und so weiter. Ja? Das wirklich? Heißt, es gibt diese diffuse Angst dort oben. Was mache ich, wenn ich im Wald bin und da kommt ein Wolf? Ja? Aber ist es jemals passiert? So, also es ist noch kein Kind gefressen worden dort. Und es gibt so Leute, die sagen, ich habe einen gesehen. Und dann, ja, aber es ist noch nichts passiert. Die Leute wollen es vielleicht auch gar nicht so weit kommen lassen. Aber diese Urangst, der Wolf ist da, er ist gefährlich, die steckt einfach noch drin. Und jetzt sind ja da oben noch zwei weitere Rudel entstanden die letzten Jahre und wir werden wahrscheinlich heuer noch mehr erleben.
neuen Rudelgründungen, weil eben ja, die Nahrung ist da, die reproduzieren jedes Jahr und die Jungen müssen dann spätestens im zweiten Jahr ja abwandern. Und auf der Wanderung finden sie vielleicht einen Paarungspartner oder auch nicht. Entsprechend lang sind die Distanzen oder entsprechend kurz sind die Distanzen. Und da oben habe ich jetzt einige Bauern kennengelernt, die also nicht mehr ihre Schafe rauslassen oder nicht mehr ihre Rinder alleine draußen stehen lassen, die sich jetzt entsprechend Herdenschutzmaßnahmen überlegen. Das sind meistens Elektrozäune, aber selbst die werden übersprungen und jetzt überlegen sie, die eben nicht mehr zu halten oder eben bloß noch im Stall. Ja? Und das ist dann natürlich für alle, die sagen, ja, wir freuen uns über unseren hohen Bioanteil, natürlich eine Katastrophe. Ne? Weil dann kommen wir zurück zu der Zeit, wie es früher war. Und den Aufwand, den man betreiben muss, um einen Herdenschutz zu machen, so dass die Tiere draußen unterwegs sind, mit den beschriebenen Hirtenjungen oder Hunden und so weiter, Hütehunde, die dabei sind, der ist einfach sehr groß. Das bezahlt der Konsument nicht und das, die Zeit hat auch der Bauer nicht, der da oben sowieso nur ein Nebenerwerbsbauer ist im meisten Fall. Ne? Genau, also die Frage wird sein, ob wir als Gesellschaft uns den Wolf leisten wollen. Beziehungsweise ich denke mal, draußen die Frage stellt sich gar nicht, weil okay. Der Wolf ist da. Okay. Ja? Das heißt, auch wenn wir nicht wollten, der ist da. Mhm. Die Frage ist eher, wie gehe ich mit dem Wolf um? Lasse ich einfach zu, dass er sich vermehrt und verbreitet auf Kosten derjenigen, die draußen aus der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft leben? Oder sage ich, ich möchte das etwas managen, so wie ich jedes andere Wildtier auch manage. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, wenn ich jetzt ans Rotwild zum Beispiel denke, da gibt es Abschusspläne von den Behörden, die sagen, so und so viel Wild passt da rein, damit es keine Schäden gibt, was zu viel ist, wird abgeschossen. Und es gibt auch Gebiete, wo es keine geben darf. Das ist dann Teil der wildökologischen Raumplanung. In Salzburg zum Beispiel gibt es Gebiete, da wird kein Rotwild geduldet. Wenn es sich da reintraut, wird es geschossen. Ne? Und es gibt andere Gebiete, da sagt man, da kann so viel Wild sein, wie es will. Ja? Da stört es nicht, da tut es nicht weh. Ja? Da geht es um Verbissschäden. Da geht es um forstwirtschaftliche Schäden. Und vor allen Dingen aber auch um Sicherheit des Menschen. Da geht es um Schutzwald. Ja? Also wenn das so Steillagen sind, wo die Wälder schützen vor Lawinen, vor Muren, dann möchte ich, dass der Wald sich dort natürlich verjüngen kann. Und wenn ich zu viel Wild habe, zu viel Verbiss habe, dann ist dieser Wald nicht mehr funktionsfähig. Ja? Also vermeide ich, dass das Wild sich dort wohlfühlt. Ja? Und mache Jagddruck und schaffe eine Landschaft der Furcht. So, und jetzt kommt der Wolf dazu und mischt diese Karten dann neu. Und warum sollte ich einen Wolf, anders behandeln als einen Rothirsch? Ja, wenn ich sage, der darf dort sein und da nicht, dann könnte ich das mir für den Wolf auch überlegen. Zumal der Wolf, und da muss ich wirklich sagen, als jemand, der vom Naturschutz kommt, ja überhaupt nicht gefährdet ist. Ja? Also wir verwenden so viel Zeit und Ressourcen, Kommunikationswege, um über den Wolf zu diskutieren, wie toll der ist oder wie katastrophal der ist, aber in der Zwischenzeit gehen Lebensräume verloren, schwindet die Biodiversität, das ist ja auch immer wieder Thema, Insekten, Schmetterlinge, Living Planet Index, Österreich und so weiter, verschwindet so viel und wir verwenden hier so viel Zeit für eine Tierart, die überhaupt nicht gefährdet ist. Weder global und auch nicht in Europa. Ja. Das heißt, die wächst, die Population, und ist kein Artenschutzproblem. Ja. Das heißt, die Jäger haben eigentlich recht, wenn sie sagen, er muss wieder bejagt werden dürfen. Also ich denke mal, daran führt kein Weg vorbei, weil wir haben ja keine Wildnis. Wir haben ja Kulturlandschaft, wir haben Nutztierhaltung. Wir haben den Wolf sicherlich vor 150 Jahren nicht umsonst verloren, ja, sondern weil das inkompatibel ist in einer Kulturlandschaft, die so intensiv genutzt wird wie hier. Ja. Es wird sicherlich Gebiete geben, wo der Wolf sich weiterhin vermehren kann. Truppenübungsplatz Allensteig ist ideal. Ein Beispiel dafür. Wenn sich manche Menschen dort in der Gegend fühlen. Ja, aber der Grundeigentümer hat nichts dagegen. Okay. Der hat zwar jetzt weniger jagdliche Einnahmen, aber der denkt sich, naja, dann wird der Wald auch nicht so geschädigt, wenn dann weniger Hirsche da sind. Aber da sonst stört das Bundesheer, ist sich nicht so, also hat nicht so sehr was gegen den Wolf. Die Nachbarn natürlich dann schon, die von der Landschaft leben und was produzieren wollen. Die haben natürlich schon ein Problem. Aber genauso haben sie ein Problem mit Schweinen und so weiter. Und die werden auch geschossen. Ja? Also
Ja, also wir müssen in unserer Landschaft, die wir hier so nutzen für Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, müssen wir einfach schauen, dass wir die Balance hinkriegen zwischen unseren Nutzungsinteressen und der Daseinsberechtigung der Wildtiere. Ja. Ich glaube nicht, dass der Wolf nochmal aussterben wird bei uns, aber wir sollten uns halt überlegen, wo und wie viel wir zulassen. Und wenn man sich das überlegt, wird man auch sagen, okay, es gibt irgendwo eine Obergrenze und sagen, okay, das ist jetzt eine Population, die verkraften wir, ja, finanziell oder wie man das immer sehen möchte. Und alles, was mehr wird oder alles, was mehr ist, wird entnommen. Und das heißt auf Deutsch geschossen. Und das ist die Jagd. Ja. In deinem Buch gibt es da auch eine Stelle, wo es genau darum geht, nämlich wie viel vertragen wir in Österreich. Da geht es um mehrere hundert Wölfe, die man realistischerweise vertragen kann. Also man kann sich in der Wildbiologie oder Wildtierforschung kann man sich sogenannte Habitateignungsmodelle herannehmen und sagen, wie viel hätten denn eigentlich Platz bei uns? Und die Parameter, die eingehen in so ein Modell, ist Ruhe, Klima, Nahrung, also was einfach zum Überleben und zum Fortpflanzen notwendig ist. Und wenn man jetzt den Menschen mal ausklammert und nur diese Dinge betrachtet, dann hätten wir für mehrere hundert Wölfe Platz, vielleicht sogar in Richtung 1000. Ja? Wenn wir nichts dagegen tun würden oder wenn uns das alles recht wäre, dass der zum Beispiel auch dann in Wien unterwegs ist und so weiter. Nachdem das aber nicht geht und das dann also dann sagt, okay, also dort, wo ich Siedlungen habe, möchte ich keinen Wolf haben. Dort, wo ich vielleicht intensive Nutztierhaltung habe, möchte ich ihn nicht haben. Dann reduziert sich das auf einen Anteil Österreichs, wo man sagt, okay, hier könnte im Prinzip der Wolf integriert werden in unsere Kulturlandschaft, ne, mit einer gewissen Dichte. Und dann haben wir eben entsprechend hochgerechnet, abzüglich dieser Gebiete, die völlig inkompatibel sind, dass man in 15 Jahren eben mit 50 bis 500 Wölfen rechnen darf, die bei uns also dann leben werden. Ne? Und das ist relativ realistisch. Wir haben jetzt ja Wachstumsraten von 40% jährlich. Das heißt locker in 3 Jahren eine Verdopplung. Mhm. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem, exponentielles Wachstum. Österreich ist voll von Nahrung, hat viele Flecken, wo es nicht viel Infrastruktur, nicht viel Menschen gibt, hat dichte Wälder, der Waldanteil wächst. Also es gibt genügend geeigneten Lebensraum. Für die betroffenen Leute vor Ort ist es natürlich dann eine Herausforderung, mit dem Wolf koexistieren zu müssen. Wo sind denn diese Gebiete, wo du sagst, da wäre Zentralalpenraum, ja, also überall dort, wo Menschen wegziehen. Wenn man jetzt mal so Karten anschaut, wo Leute wegziehen. Der ganze Hauptalpenkamm und sicherlich entsprechend auch Bereiche der Nationalparks. Ja. Aber weniger auf den Almen, wo jetzt die bewirtschaftet werden, oder? Das sind halt Gebiete, wo ich sagen muss, was will ich hier eigentlich? Aus naturschutzfachlicher Sicht, die Alpen ist ja was Künstliches. Das ist auch Kulturlandschaft. Normalerweise wäre der Wald oder Latsche oder sowas. Ja. In den meisten Fällen sind die ja unterhalb der Waldgrenze, diese Almen. Wenn die zuwachsen würden, ja, so what, da hätten wir wieder ein bisschen mehr Natur. Bloß das, was dort wächst, ist ja nicht unbedingt Natur, sondern einfach auch Forstwirtschaft. Ja. Dann wird dann halt irgendwas gepflanzt, was entsprechend auch klimafit ist oder was eben schnell wächst, um es relativ schnell ernten zu können. Das heißt, wenn ich möchte, dass unsere Kulturlandschaft mit diesen offenen Landschaften weiterhin erhalten bleibt, mit vielen Tieren, die draußen auf diesen Almen grasen können, dann sind das im Prinzip auch Gebiete, wo ich sage, ich möchte ihn dort nicht dulden, wenigstens nicht, dass er sich dort etabliert. Ich werde aber nicht verhindern, dass dort dauernd welche auftauchen. Weil wenn ich Gebiete habe in Österreich, wo er sich fortpflanzt, wo dann alle 2 Jahre die Jungen rausgeschmissen werden und da 5 Junge abwandern, die werden dann irgendwo durchwandern müssen. Und die werden auch durch Gebiete durchwandern, wo ich jetzt sage, da kann ich mir eigentlich keinen Wolf leisten oder ich möchte es nicht. Ja? Das werde ich nicht verhindern. Und dementsprechend muss auch dort, wo ich sage, ich will eigentlich keinen Wolf, muss auch dort dem Landwirt geholfen werden mit Herdenschutzmaßnahmen. Ich denke, dass in der Vergangenheit, wissend, dass das auf uns zukommt, man wusste, dass das kommt, die Politik einfach nicht den Mut gehabt hat, Entscheidungen zu fällen, nämlich Geld in die Hand zu nehmen, um die notwendige Infrastruktur zu ermöglichen, Schäfer auszubilden,
Herdenschutzhunde. Wir haben das auch alles gar nicht. Wir müssen das alles importieren. Ne? Das wir haben momentan keine Schäferschule oder was auch immer für den Alpenraum. Ja, es gab ein tolles Experiment von dem Höllbacher, der ja auch im Buch drin ist, vom Schaf- und Ziegenzuchtverband. Die haben da so ein paar Flachland-Tiroler sich eingeladen, ne, von der Lüneburger Heide und so weiter. Die haben nach ein paar Tagen, Wochen aufgegeben, weil im Alpinen mit der Witterung, mit der Topografie und so weiter, das war ihnen einfach zu mühsam. Ja, auf der Heide, irgendwo im Flachen, kann ich das relativ gut machen mit den Schaf, mit den Hütehunden und so weiter. Aber im Alpinen ist es, wenn die sich irgendwo versteigen und dann, ja, dann muss man es erstmal schaffen. Es gibt Vorzeige. Gebiete, wo man einen super Herdenschutz hinkriegt. Und eins davon ist zum Beispiel in der Schweiz im Revier vom Kalanderrudel. Das ist ein Rudel, was seit 2012 dort reproduziert, über 40 Junge schon produziert hat. Und dort funktioniert das aber topografisch eher eine Gunstlage und mit hohem Einsatz. Ja? Wenn man dann mal sich anschaut, was kostet das, und wenn man sich dann anschaut, wer kann das von der Expertise her auch, ist das einfach etwas, was sehr lange dauert, bis wir das in Österreich etablieren können. Und das ist eigentlich schade, weil wir haben im Prinzip die Zeit verpasst, sowas gescheit vorzubereiten. Aber das ist auch nicht so einfach hinzubekommen, das dauert einfach. Ne? Weil in der Berner Konvention sind auch Staaten drin, die nicht in der EU sind, ja, also nordafrikanische und so weiter. Und die haben aber trotzdem deswegen mehr Freiheiten als ein EU-Staat. Also die können zum Beispiel eingreifen. Und die Schweiz hat zum Beispiel gesagt, ja, wir möchten den Wolf bei uns in einem günstigen Haltungszustand haben, aber wir entscheiden das Tempo. Wir möchten eine langsame Wachstumskurve haben, dass wir uns sozusagen anpassen können an die neue Situation. Und die haben zum Beispiel auch in ihrem Konzept Wolf festgelegt, dass jeder Kanton, wie er das möchte, entscheidungsbefugt ist, zu sagen, 50% der Junge eines Rudels können getötet werden. Das verlangsamt das Wachstum und erzieht sozusagen diejenigen, die das überleben. Das heißt, der Mensch ist gefährlich, ja, da bleibe ich weg. Mhm. Ja, ich finde es brandgefährlich, was gerade in Deutschland auch passiert, dass man sagt, der ist ja geschützt, wir können nichts tun, wir haben jetzt 1000 Wölfe. 30% Wachstumsrate mittlerweile und dass man gar nichts tut, dass man nicht Vorsorge betreibt und sagt, okay, wir müssen uns den Wolf scheu halten. Ja? Der Wolf ist nicht umsonst Haushund geworden, weil es einfach ein paar Individuen gab, die neugierig waren oder Hunger hatten und zur Nähe des Menschen gegangen sind. Es gibt genügend Nahrung, er muss nicht zum Menschen gehen. Aber es wird ab und zu mal Neugierigen geben, die sagen, ich probiere mal, was da los ist. Ja, ich gehe da mal hin. Das hört man immer wieder auch. Der letzte Fall war ja in Polen, wo so ein angefütterter Wolf ein Kind angegriffen hat. Naja, stimmt. Ja, also das passiert natürlich auch. Und das passiert auch jetzt regelmäßig wieder in den Karpaten. Also wir haben Projekte auch in Rumänien, wo man das immer wieder hört, dass Bären und Wölfe eben Menschen angreifen. Auch weil die jetzt so geschützt sind, dass man dort nicht wirklich... Na, das kann man nicht sagen mit dem Weil. Das wäre ein Kausalzusammenhang. Aber ich denke mir, auch allein um sozusagen mehr Sicherheit reinzubringen in das System, ein Tier, was mir als Menschen gefährlich wird, muss ich scheu halten. Ja? Also ich meine, ich habe jetzt keine Angst vor dem Wolf, weil er auch nicht da ist. Aber wenn er da wäre, bei mir in meinem Spaziergehbereich da im Wienerwald. Ich habe momentan viel mehr Angst vor Wildschweinen, ja? Weil die sind wirklich da. Die sind auch nicht ohne. Ja? Und die sind massig da und die sind saugefährlich. Ja? Und ich bin froh, dass sie Angst haben vor mir, weil sie bejagt werden. Ja? Die scheuen den Menschen. Ja? Und wenn man Schweine und Hirsche und Rehe und Gams ans bejagt, warum nicht auch den Wolf? Momentan geht es nicht, weil eben die rechtliche Rahmenbedingungen... Aber du sagst, man könnte das so aufweichen oder umschreiben, diese... Ja, das wäre einfacher, wenn man Artikel 12 ändert, dass eben nicht jedes Land eben Schutzgebiete ausweisen muss, sondern dass man im Verbreitungsgebiet, und wenn man das wirklich über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg man sieht, dass es für einen Wolf ist, das gibt es ja keine Alpenpopulation. Das ist alles vernetzt. Das ist eine große Population von Portugal bis zur Beringsee, ne? Biologisch betrachtet, eine Fortpflanzungsgemeinschaft. Und insofern brauche ich nicht auch noch 40 Wölfe in Luxemburg und noch
und noch 1600 in Frankreich oder sowas. Das ist unnötig für die Erhaltung der Art. Da haben wir ganz andere Artenschutzprobleme. Okay, weil du gerade von deinem Spazierweg gesprochen hast. Was würdest du denn tun, wenn da plötzlich einer stehen würde? Was wäre die richtige Verhaltensweise? Also ich meine, üblicherweise sagt man, sich also auf sich aufmerksam machen, zeigen, dass man im Prinzip nicht überrascht werden kann, sondern dass man angriffsbereit ist. Also nicht klein machen und auch nicht wegrennen. Wenn man weggeht, langsam, aber bestimmt, selbstsicher sozusagen, auch wenn das schwerfällt, vielleicht in der Situation, laut sein. Ja? Vielleicht auch mal einen Stecken, der auf der Seite liegt, nehmen. Ja? Bewaffnen sozusagen oder einen großen Stein oder so. Ja? Laut sein? Schreien. Laut sein, genau. Mhm. Ja? Nicht sozusagen verstecken und hoffen, dass nichts passiert. Der riecht sowieso besser. Ja? Aber der Wolf wird den Menschen ja nicht angreifen. Also in der jetzigen Situation ist damit überhaupt nicht zu rechnen in Österreich. Da muss kein Mensch Angst haben. Ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer, dass es nicht passieren wird. Aber es gibt keinen Grund, den Menschen jetzt anzugreifen. Weil auch kein Beuteschema. Erstens das. Zweitens passiert es oder ist in der Vergangenheit oft passiert, eben in Extremsituationen, wenn der Wolf hungrig war. Das wird bei uns nicht passieren, es ist genug Nahrung da. Wenn er krank war, Tollwut hatte. Das haben wir auch nicht in Österreich, aber es kann natürlich immer wieder mal passieren, das ist auch keine Frage, gerade grenznah kann das passieren. Oder wenn der Wolf sich in die Enge gedrängt fühlt, vor allen Dingen, wenn er Nachkommen hat. Ja? Bloß die Nachkommen produziert er nicht irgendwo im Wienerwald, sondern ganz versteckt irgendwo, wo relativ selten Menschen hinkommen, so wie jetzt auf diesem Truppenübungsplatz. Ja? Das heißt, auf meinem Spazierweg rechne ich jetzt nicht damit, dass was passiert. Aber wenn, dann würde ich versuchen, auf mich aufmerksam zu machen und eine Art Dominanz zu zeigen. Ja? Groß, laut, wehrhaft. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal für den Wolf. Wenn das ein Rudel ist, sieht es natürlich wieder anders aus. Ja? Aber da sind wir noch weit weg. Aber, wie gesagt, das wird irgendwann passieren. Es wird auch mal passieren, dass ein Wanderer in Zukunft im Waldviertel auf einen Rudel stößt. Ja? Und dann ist halt die Frage, was hat das Rudel schon für Erfahrungen mit den Menschen gemacht? Ja? Ist das etwas, was er negiert, was ignoriert, oder ist es etwas, was ihn interessiert oder wo er Angst hat vor? Ja? Und da sind wir wieder bei den Jägern. Wenn die da Management betreiben würden, wäre die Angst größer vor Menschen und genau, es würde weniger passieren wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Mhm. Und das würde nicht dazu führen, dass die Art wieder ausstirbt. Ja? Deswegen ist es ein bisschen ein Dilemma, was da ist. Ich muss im Prinzip auch aus Artenschutzgründen sagen, es ist gut, wenn der auf Distanz gehalten wird, nämlich dann kann ich überhaupt erst die Koexistenz ermöglichen. Ja? Und Frankreich hat das zum Beispiel gemacht. Die haben gesagt, im Alpenraum haben wir jetzt 500 Wölfe. Das ist für uns ein günstiger Haltungszustand für den Lebensraum Alpen des französischen Territoriums. Und alles, was mehr ist, wird geschossen. Riskieren ein Vertragsverletzungsverfahren. Ja, okay, das könnten wir auch. Nur jeder kann das machen. Ja? Mhm. Das hat Niederösterreich ja auch schon gemacht mit Fischotter und so weiter. Man tut einfach etwas, was nicht wirklich Bestand hat vor der Kommission. Aber man probiert es mal aus. Das heißt, da wäre ein politischer Wille da, wäre in Österreich, hätte klar. Man natürlich. Und man hätte auch Verbündete. Ja? Mhm. Also man könnte sich mit Frankreich, mit Italien, mit Deutschland zusammentun und könnte sagen, wir werden jetzt aktiv, wir müssen was tun. Ja? Wie ist das denn eigentlich aus Jägersicht? Ist der Wolf eine Trophäe oder isst man den? Oder? Nee, gegessen wird er nicht. Wenn, dann stopft man ihn aus und stellt sich hin. Oder man nimmt den Balg, das Fell, und legt sich oder hängt sich das irgendwo hin. Aber es gibt in Österreich überhaupt keine Kultur dafür, ne? Weil der Wolf eben weg war. Ne? Die letzten Wölfe, die geschossen worden sind, sind irgendwo als Präparat gelandet dann. Ja? Also, und der Wolf als jagdliches Objekt ist für den durchschnittsösterreichischen Jäger, glaube ich, relativ uninteressant. Oder? Weil, ja, damit kann er nicht viel anfangen. Wird er als Konkurrent gesehen? Das schon eher. Und ich denke mal jetzt nicht vor allen Dingen, weil er auch mal ein Reh reißt und so. Das könnte man alles anrechnen auf einen Abschussplan, die Behörde ja vorschreibt. Aber durch diese Landschaft der Furcht. Ja? Weil ich habe bisher als Mensch lenken können. Ich habe dort eine Fütterung gehabt, ich habe da eine Salzlecke gehabt, ich habe da eine Wildeselsfläche gehabt im Wald und wusste, das wird von den Tieren angenommen zu gewissen Zeiten.
konnte mich sozusagen darauf einstellen. Ich hatte mein Wild im Griff. Ja? Das heißt, ich setze mich dahin, wenn ich eins brauche und schieße es weg? Genau. Okay. Das ist natürlich bequem. Ne? Sehr bequem und sehr vorhersehbar. Mhm. Auch fürs Wild natürlich. Ne? Das heißt, man muss immer zu anderen Zeiten sitzen. Ne? Mhm. Und wenn der Wolf kommt, wird er das auch schnallen, was da passiert. Ne? Wo ist die Salzlecke und wo ist die Fütterung? Und wo kommt das Wild zu welcher Zeit hin? Und wird dazu führen, dass das Wild mehr oder weniger räumlich und zeitlich sich anders orientiert. Das kann für einen Grundeigentümer, der ein Revier verpachtet, und eben auch für einen Jagdausübungsberechtigten, der jagen möchte, eine Entwertung des Jagdreviers sein. Ne? Zu einem gewissen Anteil so weit, dass der sagt, das ist für mich uninteressant. Die Schweine sind zwar immer noch da und machen Schaden, aber ich sehe sie nicht mehr, weil der Wolf macht irgendwas. Das heißt, ich müsste im Prinzip denken und handeln wie ein Wolf und auch unvorhersehbar werden und in der Nacht jagen oder was auch immer. Und das macht der Jäger nicht. Das darf er nicht, ja, in vielen Fällen. Und das möchte er wahrscheinlich auch nicht. Ja. Das heißt, er ist weniger Konkurrenz durch die direkte Tötung als durch die Neuorientierung der Beutetiere, seiner Wildtiere, die er nutzen möchte, in Raum und Zeit. Das heißt, auch hier haben wir wieder die Lösung, dass man sagt, es gibt Bereiche, wo er ungestört oder mehr oder weniger ungestört bleiben kann, der Wolf, und Bereiche, wo man ihn nicht haben will, ja, und ihn vergrämt. Aber ich bräuchte Freiwillige, die sagen, jo, von mir aus ist bei mir jetzt Wolfs Kerngebiet. Ja? Aber wer möchte das? Ja? Das heißt, ich könnte das im Prinzip nur erzwingen, indem ich sage, okay, alle Truppenübungsplätze vom Bundesheer und die komplette Fläche der österreichischen Bundesforste sind Wolfskernzone, zum Beispiel. Ja? Dann würde ich als Staat niemanden reinreden. Bloß, das ist ja keine staatliche Sache, sondern Ländersache. Der Wolf ist eine hoheitliche Aufgabe der Länder, ist das zu managen, über Jagdgesetz und Naturschutzgesetz. Ne? Und das ist schon mal die nächste Herausforderung. Die müssen sich auch noch koordinieren. Ich meine, es gibt das Österreich-Zentrum, folgend von dieser Koordinierungsstelle für Bärluchswolf. Bloß, da müssen dann auch wirklich jetzt Taten kommen, dass man sich mal überlegt, wie wollen wir das österreichweit, wie wollen wir das alpenweit, wie wollen wir das europäisch koordinieren, dass das irgendwo sinnvoll ist, ja? Und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ja? Managementplan für Salzburg und Managementplan für Vorarlberg, das macht alles keinen Sinn. Ja? Das muss wirklich koordiniert werden. Gibt es da Bestrebungen in diese Richtung? Ja, das ist schon die Idee, dass das kommt. Die Bundesländer haben halt unterschiedliche Tempi, auch aufgrund der politischen Konstellation der Regierungen jeweils, und unterschiedliche Befindlichkeiten, weil die einen sind mehr betroffen als die anderen. Ja? Niederösterreich hat natürlich jetzt schon am meisten mit dem Wolf zu tun, neben Salzburg und jetzt beginnend auch Oberösterreich. Aber die anderen Bundesländer haben das Problem noch nicht. Ja? Deswegen gibt es ein anderes Tempo. Ja? Abgesehen von Wien. Aber auch Kärnten, die haben momentan noch keinen. Die haben Wolfproblem, ein Bärenproblem, aber kein Wolfproblem. Und auch das Bärenproblem, mit dem leben sie immer schon. Das war, der war nie weg. Da waren immer 5, 6 Bären, die mit Slowenien und Friaul und Trentino und so weiter eine Einheit gebildet haben. Aber in Tirol gibt es jetzt auch die große Diskussion. Ja, ist da ein Bär? Müssen dann wir wandert er halt mal durch. Mhm. Ja, genau. Also das ist eher ein Durchwanderer, deiner Meinung nach. Ja, was soll er denn machen? Ich meine, er wird nicht warten, bis da irgendwann mal ein Weibchen kommt. Der wird weiterziehen. Okay, okay. Das heißt, der hat sich da jetzt den Bauch vollgeschlagen und... Ja, ich meine, er könnte noch länger dort sitzen und sich vorschlagen, bloß das ist nicht der Sinn des Lebens. Eigentlich ist der Sinn des Lebens, sich fortzupflanzen, und dann wird er dann entsprechend auch dann weiterziehen, wenn kein Paarungspartner kommt. Wie ist es denn mit Hunden? Ja. Gibt es Gefahr für Hunde von Wanderern, Hunde von Jägern? Also es ist immer so, solange der bei mir ist an der Leine, sollte nicht viel passieren am Weg. Solange ich den aber alleine laufen lasse, und das sehen wir vor allen Dingen in der Jagd, in den Gebieten, in denen es Wölfe gibt und in denen zum Beispiel Bewegungsjagden, also Jagden, wo mehrere Schützen und Treiber und Hunde eingesetzt werden, um Wild aus den Dickungen rauszubringen, Rotwild zum Beispiel oder Wildschweine, ja, Schwarzwild, wenn dort Hunde im Einsatz sind, fallen die oft auch zum Opfer, wenn dort Wölfe sind. Ja? Weil die rennen da frei rum, und gibt es entsprechende Videos auch im Netz von Wolfsangriffen auf Hunderudel, die zum Teil Kameras dabei hatten, und man sieht, was da wirklich passiert und so weiter.
Man muss diese Hunde schützen vor den Schweinen, weil die sind auch gefährlich. Ja. Aber selbst wenn ich jetzt so einen Kevlar-Mantel anziehe, der Kopf ist immer noch frei. Und da kann natürlich auch was passieren. Das heißt, es gibt genügend Reviere in Deutschland jetzt, wo der Wolf natürlich schon viel massiver auftritt, wo es heißt, wenn eine Bewegungsjagd ist auf Rotwild oder auf Schwarzwild, dass dann Hundeführer sagen, aber nicht mit meinem Hund, wenn dann Wolf dabei ist. Also wenn ein Wolf im Revier ist. Ja. Die kriegen das zum Teil auch mit, das ist ganz interessant. Wenn Schüsse fallen, ist es nicht unbedingt eine Gefahr, sondern potenzielle Nahrung. Weil entweder ist vielleicht ein Tier nicht gut getroffen und ist verletzt und ist eine leichte Beute, oder das Tier wird getroffen, wird ausgeweidet und die Eingeweide werden irgendwo abgelegt, habe ich Nahrung. Also wir wissen das auch aus Bosnien, dass da die Goldschakale zum Beispiel und die Bären kommen, wenn es knallt. Weil sie wissen, jetzt gibt es was zu fressen. Und also es kann für die Hunde natürlich schon gefährlich sein. Das heißt, Hund zieht tendenziell den kürzeren, oder? Ja, es gibt da ganz verrückte Geschichten, die Hunde müssen das ja erstmal raffen, was da passiert. Da ist ein anderer großer Hund, den sie sehen. Und die legen sich zum Teil deine Unterwürfigkeitsstellung auf den Rücken, zeigen ihren Bauch, wollen spielen. Und der Wolf beißt halt dann zu. Ne? Der macht das trotzdem, obwohl es der Hund ja zeigt, dass er unterwürfig ist. Also ja, das kommt sicherlich aufs Individuum drauf an und so weiter. Und es gibt ja auch Hybridisierungen, ne? Also zwischen Wolf und Hund. Aber wenn es so ein kleiner Dackel ist oder was, dann wird er sich da nicht von beeindrucken lassen, sondern wird vielleicht zugreifen. Ja, irgendein Beamten, der irgendwelche Bescheide ausstellen muss, Herdenschutzmaßnahmen, Monitoring, Genetik, bla bla bla. Ja? Und wir müssen uns überlegen, okay, wollen wir das? Und wenn ja, wo ist unser budgetäres Limit? Ja? Der Polemiker sagt immer, wie viele Kindergartenplätze könnte ich damit finanzieren, wenn ich keine Wölfe hätte und so weiter. Ja? Ja, mit dem muss man rechnen, dass das natürlich die kommt. Die Akzeptanz ist relativ groß. Also die jüngste Umfrage des WWF, glaube ich, sind 69%. Ja, das ist doch viel. Also ja, aber das sind Befindlichkeiten und Meinungen, die von Leuten kommen, die noch gar keinen Kontakt hatten mit dem Wolf. Ja, wir haben das ja auch gehabt im Buch mit unserem Projekt, wo es um die Touristiker ging, wo wir gefragt haben, würdest du, wenn du wüsstest, da vorne ist ein Wolf, würdest du trotzdem noch durchwandern? Ja? Und wie soll ich denn darauf reagieren, wenn ich gar keine Ahnung habe, was das bedeutet, ein Wolf? Ja? Und das ändert sich dann relativ schnell, wenn tatsächlich dann eine direkte Begegnung mal da war oder man jemanden kennt, der schon was erlebt hat und so weiter. Das fehlt uns noch. Wir haben noch zu wenig Nähe zum Wolf, als dass wir das so beantworten können, wie man das eigentlich erwartet, wenn es dann tatsächlich um Koexistenz geht. Du glaubst, die Haltung wird kippen, nämlich in die negative Richtung. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und ich befürchte, dass die umso stärker ausfällt, diese Kippung, wenn nicht gehandelt wird. Wenn man zum Beispiel solche Problemwölfe nicht managt. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass die Leute sagen, ich bin für den Wolf und er soll niemals nicht geschossen werden. Ne? Die sagen ja auch, und wenn es einen gibt, der sich nicht so, ne, dann soll er auch entnommen werden. Ne? Aber das kann schnell ändern. Wir hatten das gehabt beim Bruno. Ne? Da gab es eine MNET-Umfrage von dem Deutschen MNET-Institut 2004. Haben Wildtiere, die bei uns ausgerottet wurden, das Recht der Wiederansiedlung? Ne? Große Mehrheit, ne? Ganz Deutschland. 2006 war Bruno. Gleiche Institut, gleiche Frage, gleiche Stichprobe, ist das Ganze runtergegangen. Und zwar unterschiedlich stark, Hamburg weniger stark als Bayern, weil Bayern betroffen war. Und da war es in den Medien drin und da waren die Geschichten und im Fernsehen und so weiter. Da war es Thema. In Hamburg da oben, ne, lass die mal da unten vom Bären gefressen werden, ne, die Bazis. Ne. Na, es ist eine Betroffenheit und eine Befindlichkeit. Und es ist ganz klar, dass die Leute anders reagieren, wenn dann der Wolf bei uns ja, ein paar hundert Stück ist und wenn man jeder kennt einen, der schon mal einen gesehen hat und hatte dann Angst, als er beim Ötschergraben unterwegs war, ne? Eingeengt und da vorne ist aber es war doch traurig, dass der letzte Ötscherbär da gekillt wurde und seitdem Österreich keine Bären mehr wirklich hat, oder? Ja, ich meine, der Bär hat ja auch niemanden wirklich wehgetan. Also ich meine, finanziell, oder waren halt mal ein paar Rehfütterungen kaputt oder es war mal ein Bienenstock geplündert. Oder es war ein Rapsölkanister vom Forstarbeiter, aber es gab keine brenzligen Situationen, sag ich mal. Ja.
Und beim Oetscher-Bären. Bei der Bärenpopulation insgesamt. Mhm. Wir hatten ja 30 Junge, die ungefähr produziert worden sind von den Bären. Jungbären, die alle verschwunden sind. Wann war das? Nur die letzten Jahrzehnte sozusagen. Wirklich? Ja, genau. Okay. Ja. Verschwunden. Vor den Flinten verschiedenster Jäger, nehme ich an. Oder das weiß ich nicht. Ja. Ich meine, das kann auch sein, dass es Inzucht war, weil der Oetscher-Bär war der Vater der meisten Junge. Ja. Die können abgewandert sein oder für Schweine verwechselt. Keine Ahnung, ich möchte da gar nicht mutmaßen. Es ist nur ein Bär in einem Keller von einem Jäger mal aufgetaucht. Ja. Kann mir nicht vorstellen, dass 29 Bären, ohne dass sie irgendwann am Stammtisch mal Gesprächsthema sind, so einfach verschwinden. Ne? Und ein großer Bär sowieso nicht, so einfach ist das ja gar nicht, den verschwinden zu lassen. Ne? Aber gut, sei es drum. Also da denke ich, ist auch wieder irgendwann das Potenzial da, dass der sich wieder etablieren kann bei uns, weil die umliegenden Populationen sind auch gut beieinander in Slowenien und in den Karpaten. Da wandern immer wieder mal Bären ab. Wir hatten kürzlich erst wieder einen in den Marchauen. Ja, also die kommen halt und wandern durch. Ja, oder schauen mal rein, gehen halt wieder zurück. Und wenn nichts ist mit Paarungspartnern, dann gehen sie halt wieder weg. Und die Männchen sind ja beim Säugetier immer ein bisschen weiter beim Abwandern als die Weibchen. Das heißt, das braucht halt dann die Weibchen, die irgendwann nachkommen. Ne? Also es ist ein gradueller Prozess, bis sie dann bei uns ankommen. Beim Luchs machen wir es ja als Mensch quasi. Wir setzen den Luchs ein, aktiv in den Nationalparks. Ja, genau. Ja. Die halten sich auch meistens nicht lange, wenn man es so weiß. Ne? Da ist aber, gut, da gibt es natürlich die illegale Verfolgung. Da gab es ja auch entsprechende Verurteilungen und so weiter von geschossenen Wölfen, die auf Gleisen gelandet sind, um zu vertuschen, dass er geschossen worden ist. Ach, und also okay, Geschichten. Die kenne ich noch nicht. Ich ja, in Oberösterreich war das auch. Ja. Ah, ich kenne nur die in der Gefriertruhe, wo man den ja, Luchs genau. dann... Oder ein geköpfter Luchs, der in Baggersee in Salzburg war und so weiter. Oh mein Gott. Das okay. gibt's alles. Mhm. Und der Luchs ist einfach ein bisschen sensibler, was das angeht, weil die Populationswachstumsrate einfach geringer ist und die Streifgebiete so groß sind. Ja? Das heißt, wenn ich dort am Luchs eins von seinen beiden Jungen wegschieße, ist 50% des Nachwuchses weg. Ja? Wenn ich im Wolfsrudel ein Junges wegschieße, dann sind immer noch 4 oder 5 da, Junge. Das heißt, der ist einfach ein bisschen sensibler, aber er ist auch heimlich. Also ich denke mal, dass die Dichte immer gering bleiben wird, aber er sich trotzdem bei uns halten wird, der Luchs. Ja. Ist er gefährdet? Gefährdeter als der Wolf? Ja, sicher. Ja, weil einfach die Anzahl geringer ist. Also auch europaweit nicht. Genau, und weil er auch nicht so lange Distanzen wandert und deswegen relativ große Lücken hat zwischen den Kernverbreitungsgebieten. Mhm. Das heißt, die Gefahr besteht, dass es eben zu einer genetischen Verarmung kommt. Und das ist jetzt ja auch gerade wieder aktuell Thema in Slowenien. Aha. Da hat man irgendwann mal Luchse ausgesetzt. Ich glaube, aus dem Jura waren die, aus der Schweiz. Die haben eine ganz schlechte Überlebensrate, eine super schlechte Fortpflanzungsrate und haben jetzt eben festgestellt, dass die ziemlich genetisch ingezüchtet sind. Und jetzt werden gerade aus den Karpaten Luchse gefangen und die sollen eben nach Slowenien gebracht werden, um das Blut aufzufrischen. Sozusagen. Aber bei den Luchsen macht es Sinn, weil die eben wirklich gefährdeter sind als der Wolf, der im Grunde... Was heißt Sinn? Ja, ich meine, ich könnte einfach warten, bis sie von alleine kommen, ja. Die Zeit ist da, ja? Bloß nicht für ein Menschenleben vielleicht. Ja? Wir wollen ja alles immer gleich haben. Ja? Und das sind natürlich symbolträchtige Tiere, die nicht umsonst auch in manchen Logos sind von diversen Vereinen. Mit einem Donaukammwolf kann ich weniger Geld machen oder mit einer europäischen Sumpfschildkröte werde ich nicht so viel Aufmerksamkeit erreichen als mit dem Wolf. Ne? Aber der Wolf hat eben durch seine Lernfähigkeit auch das Potenzial, dass er eben menschliche Nähe sucht oder eben auch dann dort ganz gut zurechtkommt damit. Ja. Lieber Klaus, danke für das Gespräch.